Yo Leute, ich bin's wieder, Defner Kandokrille mit Albert. Yo Leute. Yo und herzlich willkommen zu einem weiteren Synchro hier bei Kandokrille Synchros. Und zwar diesmal Diablos zusammen mit mir und Dave. Dave mit Lanze, wie er gerade schön gezeigt hat. Und ich mit Bogen. Mit dem. Dave zeigt gerade wunderschön seine Rüstung und seine Fähigkeiten und die Fähigkeiten. Und ich werde mit meiner Schützenrüstung spielen, die zwar nicht ganz so ausgereift ist, aber von den Fähigkeiten nicht. Auch nicht wirklich vernachlässigungswert ist. Jo. Ich werde mit Bogen spielen, einfach mal die Teamplay-Eigenschaft von Bogen zu zeigen. Deswegen spiele ich auch mit dem üppigen Bogen, also dem Shen Morian-Bogen und nicht mit dem Akanto-Bogen, der eigentlich mehr Schaden machen würde. Jo, und wir machen eine Diablos-Quest gegen den Diablos hier auf G-Rang. High Rang. Oder ja, halt der höchste Rang ja, hier. Also. Und ja. Bist du bereit? Ja, genau. Okay, passt. Mit Dragozan, mit seinem Katana hier auf dem Rücken. Und Flo mit seinem auch Katana auf dem Rücken. Ja, mit dem Epic. Mit der Alatran-Rüstung. Horn in der Sandebene. Mysteriös. Und wir starten direkt in Gebiet 5. Durch meine Rüstung, die hat aufspüren, sehe ich am Anfang gleich die Monster. Deswegen weiß ich, dass jetzt im Gebiet, also ich hier runter will, das laufen von Dave. Ist Diablos und weiter unten ist Langratoka. Ich denke, dass es Langratoka ist, aber es ist hier auf jeden Fall seltsam aus. Ah, da ist Diablos. Ich werde es mit meinen Farbbeschichtungen, die ich mir gleich auftragen werde, sofort mal painten. Ich spiele Rüstungsflöte, um unsere Abwehr zu stärken. Und direkt danach noch das Dämonenhorn, um den Angriff eben aufzustalten. Soll ich gleich vergessen am Anfang? Ja. Okay. Ja, und das Monster Walken, das hat natürlich immer wieder schön ins Gärchen. Pfeifst du? Ja, ich hab doch keine Sonics dabei. Dann kann pfeifst du von dem Ding her. Ja, also, du hast Dämonenflöte und das ist wirklich toll. Jojo. Ich hab Sonics dabei, also dann müssen wir benutzen. Ach, Sonics. Schlau. Ich hab das schon gedacht. Nein, ich meine schlau, dass du sie nicht benutzt hast. Ja. Vielen Dank. Also wie du siehst, hier spiele ich auf Teamplayer, da sieht man meine Gift-Einschläge auf dem Ding. Ich versuche das nicht erstmal, um etwas Schaden am Anfang zu machen. Was mit dem Bogen sehr gut geht, dass er da auf der letzten Ladungsstufe, wie ich da schon mal erklärt habe, hat der Streu, das sind 5 Pfeile, sehr weit aufgefächert, was natürlich sehr angenehm ist, um Elemente zu verteilen, da sie ja so, dass ich so mehr Element, also nicht Element, sondern Statusveränderungsangriffe habe. Aber so viel schwerer ist mit einem Schuss. Du hast das gut. Ja, ich bin gekommen, ja. Ja, tatsächlich passt das. So, ich greife jetzt die Flügel an. Ja, das hab ich gut. Sehr schön. Das heißt, mir wird durchgehend halt Schaden abgezogen. Was in diesem, also im Monster Portal Third, macht Gift echt viel mehr Schaden als im Try. Da hat es echt erbärmlich wenig gemacht. Monster Unite. Monster Unite. Hat es echt erbärmlich wenig gemacht. Rage Mode. Und hier drin macht er echt angenehm viel Schaden, da ist Langratoka, wie man das gesehen hat, oder wie der macht er jetzt den Bildschirm vielleicht nicht zu. Doch, aber hier drin kann man Langratoka rum, weil er leider keine Dummbomben dabei ist, falls du welche dabei hast, würde ich... Nee, ich hab vorhin schon geschaut, ich hab da gar nicht mehr. ...benutzen. Hätte ich es notfalls nur noch welche Leine, hab ich nicht gerade gelegt. Aber mit meiner schönen Schätzungsrüstung halte ich trotzdem recht viel aus. Töten wir Langratoka oder lassen wir es einfach in Ruhe und warten, bis es abhaut? Lassen würde ich sagen. Und greifen, welche wir hier sind. Ich muss meinen Regen von oben. Meine Waffe macht ja Waffenschaden drauf und drauf muss gegen Diablos sehr effektiv. Also nicht so effektiv wie Eis, aber. Nein, Hilfe! Es gibt keine schönen Eisbogen. Das hab ich! Boah! Ich würde sagen, wir leben und lassen uns erst einschlafen, wenn der Motor weg ist, damit wir nicht in die Gelegenheit kommen, dass es aufgeweckt wird. Ja, und wenn der Monster schläft, macht ihm deutlich mehr Schaden. Okay. Durch Schaden beim ersten, sagen wir beim ersten Hit, den er kassiert. Beim ersten Hit kommt aus dem Ding, da eben dann. Das ist Rage, nein. Ja, das ist Rage. Ja, ja. Aber meine Sonic wird verständlich. Tipps. Und Sonic Bomb, Teilbombe. Oder wie lange Zeit Monster Hunter Portable Second G gespielt haben auf Japanisch. Die Namen der Englisch patcht immer später. Die englischen Namen sind angepasst. Generell ist es auch in der Community üblich, die englischen Namen zu verwenden, weil es einfach jeder versteht. Auch die Japsen und tiefsten Mongolei mögen das verstehen. Wir machen gerade ziemlich Damage an dem Ding, kann das sein?
Ah, rapst mich, Alter. Was, hab ich dich getroffen? Ja, und ich wollte aber von dir aus geraped. Oh, tut mir leid. Ja, es ist ziemlich leid, tut mir leid. Schrecklich leid. Ich hab mich außerdem mit dem Regen von oben getroffen, deswegen... Es ist schwer, wenn er weiter weg ist, in allen Teilen zu treffen, wo verständig ich den Teil. Was hab ich denn auf dem Hochteil? Oh, puh. Hände wie am Fuß. Langweilig. Der macht ja noch weniger Schaden als mir. Also der macht eigentlich fast gar keinen Schaden. Jetzt habe ich meine Rüstung nicht voll aufgelöst, kann man nicht dazu. Der Schulstress, mein Sohn. Du kannst keine Zeit Rüstung Kugeln zu fahren. Ja, eben. No time. So ist das, wenn man erwachsen wird. Ja, man kann keine Zeit Rüstung Kugeln zu fahren. Nein! Und seine Skills schwinden dahin. No, ich werde jetzt praktisch nicht aufgenommen. Jetzt ist ja lange Poker weg, ich würde sagen, dass wir es lernen. Ja, du kannst einfach mal einteilen lassen. Lernen? Okay. Lernen ist es. Hab ich eh schon ausgerüstet. Weil schon irgendwie. Natürlich, da haben wir natürlich keine Bomben. Nur rhetorisch. Du kannst ja Damage machen. Ich kann auch ein bisschen Damage machen. Oder ich kann diese Sekunde machen. Würde. Der Regen war jetzt etwas sehr verschwendet, der war auf einmal noch Lebensschicht und so. Ihr haut doch ab. Nein, das hat er nicht. Er hat einen Lauf, aber er hat noch Menschenfleisch zu ihm. Ey! Scheiß Blockschlag, du nicht. Und ich bin mir gerade auffällt, das ist seit langem die erste Synchro, die wir jetzt zum zweiten machen. Ja, seit Damage oder so. Ja, genau. Damage, weil der letzte davor, Chinooka, könnt ihr euch natürlich reinziehen auf unserem Kanal. Unter der Playlist der Katakon Synchros verlinkt. Ich hab den da voll hart durch den Schwanz durchgemacht. Von den Nightshot ab. Ich bin hinterher, damit meine Lärmbeschichtung, mein Lärmstatus nicht abgebaut wird und ich bin trotzdem noch schnell genug, also mit meinen Beschichtungen zum Stun bekomme, das bekomme ich sicher hin. Das war ich auch locker, vor allem mit dem Bogen. Da ja 5 Pfeile schießt, die 5 Pfeile gleich 4 Dinge haben, wie die anderen. Egal. Wusstest du, dass Giraffen kürzere Beine haben als große Giraffen? Alligatoren, ja. Ich weiß nicht. Wollte ich eigentlich gar nicht sagen, ich wollte eigentlich. Das ist Kapitän. Da, irgendwie ist sich hoch zu allen schnell, für dich das! Ja, ich hab mich nicht hoch zu, um seine Tarn wieder auf. Meine doch! Ruhe! Wie er vielleicht schon gemeint hat, liebe ich es, Meister Dave anzuzweifeln. Ja, und vor allem mich zu staggern, damit ich gelassen werde. Witz nur so. Sorry. Ich dachte nur mein Regen, damit ich es anlerne. Ach, du, hätte wirken können. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gelernt bekomme. Aber das müsste einfach noch treffen. Ich habe noch 8 für mich Geschichten. Oh, ich soll den Wettschein. Ich schärfe noch drin. Was ist dein Schärfe-Schärfe? Blau. Hilfe! Was ist dein Schärfe? Das ist ein Sprint, ein blauer Schärfe. Weil diese Rüstung auf, was anderes basiert. Auf Das ist gelähmt. Mach der Ja, ich muss hier, ich blau ist, du machst den Schärfe übrigens. Du sollst dir halt Schicken rauskommen. Und über einen schönen Take hat von dir doch sehr freuen. Ja, ich wissen das. Oh, mit dieser Footstep. Oh, dann wollte ich den Arzt. Und ich würde sagen, das kommt dann zu den Schlafgeschichten. Um ihn sein Ding wegzubomben. Wohin bomben wir überhaupt? Auf seinen Brustpanzer oder auf seinen Schwanz? Brust durch sein. Okay, machen wir das. Weil es Impact Damage. Ja, Impact Damage macht eben auf der Brust, aber die lässt mehr Schaden als auf dem Tail. Also als Schneidschaden. Sagen, aber hinten ist langer Drucker, also lass ich meine Schlafgeschichte mal sein. Ich habe ihn erst einen reingeschossen und wir machen das später. Also dann wird bald langer Drucker. Er hat zwar nicht bemerkt im Hintergrund, der chillt gerade hinten und frisst Steine, aber er wird ihn sicher bald bemerken. Und Dave bringt es zum Umfallen. Bring Zufall, Dave! Bring Zufall! Ich werde mich nicht mal voll heilen. Wer diese Stelle aus Unite wiederkannt hat, der möge sich jetzt freuen. Und darf grün die Kirschkugel essen, werde ich gelassen. Jo, Leute, wenn ihr Lust habt, könnt ihr unterstützen und kommentieren. Und, so müsst ihr nicht, aber könnt ihr natürlich gerne. Aber, eine Bewertung wäre dann schön, je nachdem, wie es euch gefällt. Und bei Kritik natürlich auch immer her damit in den Kommentaren. Ich bin gleich tot. Ich werde gerade. Oh, warte, ich hab mich jetzt noch mal. Und ich bin im Moment gerade noch. Ui! Live-Power. Also vielen Dank, Live-Power. Und im Moment nutzt mich halt alles, was irgendwie auf diesem Feld vorhanden ist, von diesen. Giraffen. Ah, danke, Tor von hinten, während ich hier das machen will. Ja, das macht gerade den Ultra weg, du. Im Vordergrund. Scheiße, komm. Geh du weg. Ich hab ihn wieder zu Ausrasten gebracht. Sehr schön.
Also Red Hopper ist ja auch im Hintergrund ziemlich krumm. Ja, im Moment gerade ist ein Bildschirm schon angesprungen, es tut sehr leid dafür, der PC ist noch neu und nicht wirklich konfiguriert, deswegen sind die Bildschirme schon mal noch nicht auf lange Zeit eingestellt, wahrscheinlich nur 5 Minuten. Irgendwie sowas. Ja, deswegen, es war gerade ein kurzes Freeze wahrscheinlich für euch. Ja, aber nur eine Sekunde. Also es ist halt eben so, dass man den Bildschirm schon eben beim Aufnehmen auf Ding mit einstellen muss. Das hatte ich jetzt natürlich nicht, weil es hier die erste Aufnahme übrigens mit dem neuen PC ist, von dem natürlich auch die Renderung am wesentlich schneller funktioniert. Deutlich mehr Arbeitsspeicher hat als der PC, wenn ja, der davor benutzt hatte. 100%. Das 4%. Lakator gegen Dave Lakator hat besiegt. Ja, das da jetzt, die haben so ein Gebiet ist. Ich würde sagen, warte, ich könnte es da noch paten, wenn es mir mehr näher ist. Das nicht. Dumm. Wir haben eh noch unsere Buffs, sonst würde ich. Warte, ich paint schnell. Paint er ist. Solange versuche ich, dass ich das Viech mir nur mal einpennen. Painted. Schon. Ach, es gräbt sich ein, ich bin zum Sonic. Aber ich glaube ausgerastet. Ja, es ist ausgerastet, aber trotzdem genutzt. Oh. Es ist schön. Ja, während es hier gar munter Angriffe storniert. Ah! Hilfe! Es hätte lieber schneller storniert und nicht angegriffen, weil ich muss dann Fleisch essen. Ich werde es mal zum Einpennen drin. Ein Fortigraffel. Ich bin schlafgeschickt und mal drin. Ist er müde scheinbar? Eigentlich nicht, das sind ja keine Ermüdung. Ja, ich weiß, aber ist er müde von meinem Kranken angegriffen. Ich müsste gleich pennen. Ja, ich möchte schon dann. Ja, jetzt du halt. Merkst es. Jetzt dann. Und ich bin eingesperrt. Ist egal, ich bin unten da und der Baum ist einfach da. Oder du versuchst ein paar Mal rauszurollen, du hechtest. Die Hechten geht da jetzt irgendwie nicht. Aber es hat trotzdem geklappt. Legen wir es hier hin? Hier? Ja, da drin. Das ist eine sehr effektive Art, Monster sehr viel Schaden zu machen. Ich werde reinkicken und mich da selbst platzen lassen. Oder machst du das? Du hast mehr Rüstung als ich, du musst das besser aushalten. Lass mich doch nicht so. Das ist aber mehr, ist aber sinnvoller. Du versuchst zu kicken und zwar nicht das Fuß. Ja, warte, ich mach's anders. Genau so. Ja, könnte ich auch machen. Ja, wie wunderschön, ich glaube, es hat sein Herd gekappt, gebreakt, ein Stückchen. Wie gerannt. Jo, und da geht's weiter mit dem Diablos. Meine Beschichtung ist du könntest nur ein Tipp-Paint, du könntest nur ein Dingens reinhauen, wenn er sich eingreift. Eine Farbschichtung? Ja. Nein, ich meinte eigentlich eine Sonic. Aber eine Farbschichtung natürlich auch. Habe ich mal jetzt auch gemacht. Jetzt zum Beispiel könnte ich das nicht verhängen. Ich glaube nicht Rage, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube echt nicht Rage. Und Just Blow You Know lässt sich hier anscheinend unterkriegen. Ah, doch Rage. Aber er hat sich viel zu lange eingegraben. Ich glaube, er neigt sich langsam seinem Ende zu. Wäre auch interessant, wenn er schon sleepen würde. Warten wir ganz kurz. Wir sehen, ja. Warte, ich hatte auch aufspüren drin. Ich müsste sehen, wenn er schläft. Also wartest du ganz kurz, wirklich. Wenn du sehen, ob er sich pennt, der kriegt irgendwo hin. Also nicht runterspringen, er pennt. Okay, wollte ich fangen wir ihn? Ja, wir cappen ihn. Wenn du nicht voll hast. Oh ja, er pennt doch nicht, aber ich glaube, er wollte sich hinlegen und pennen. Ich werde mal versuchen, ihn zu drehen, wenn versuchen, ihn zu fangen, oder? Jo. Auch ein letzter Kick. Vorrat gesichert. Du hast gewusst, was dabei? Und Ziel erreicht. Wunderschön, es war eine wunderschöne Zeit. Ehrlich gesagt, es lief verdammt schnell. Ja, nicht gut. Und angenehm. Bogen und Lanze hat sich echt ziemlich gut verstanden. Finde ich mal. Time to dance, to dance, to dance, to dance, to dance. Auf meinen Bogen schießt. Da! Ach ja, ein Glück. Da! Ich will nicht anfangen. Ja, du bist ja nicht durchgemacht. Aber bleib kurz so stehen, wie du bist. Bleib kurz so stehen. So stehen. Sehr nett. Ich müsste jetzt gerade Regen runterkommen. Haha. Und da rieselt Sand von der Decke, während wir mit dir das bestaunen können. Ich will nur schauen, ob man, also nicht, ich kann natürlich kann ich dich nicht vergiften, aber ich könnte schauen, ob man Schaden bei dir ist. Angefühlt, das gibt Schaden. Nö. Okay, Quest abgeschlossen, bevor wir zurückgehen. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, vielen Dank. Bewertet auch, wenn ihr Lust habt. Und Quest clear. Haut rein. Haut rein. Ciao.